den Felgen, sieht ja so krass aus. Wie man hier alles wieder trifft. Richtig nice Spot. Lol, Technica aus Erding. Junge, warum geht's denn jetzt alles auf einmal? Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Video aus Frankreich. Ich bin heute wieder an der Spottingstelle, wo wir schon mal waren am Anfang der Frankreich-Videos. Und zwar an der Kreuzung in Port-Coguelin, wo ich auch den Veyron gesehen habe. Ja, hier werde ich jetzt noch mal 2 Tage lang spotten. Der zweite Tag, der wird aber wahrscheinlich im nächsten Video stattfinden. Jetzt bin ich erstmal hier, wie gesagt. Wir schauen, was geht. Wetter ist gut. Ich habe jetzt noch 2 Stunden oder so, bis die Sonne untergeht. Und ich bin sehr gespannt, was wir sehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt mies mit der Sonne, da kann man das Kennzeichen nicht immer so gut erkennen. Alter. Oh, mit den Felgen sieht der so krass aus. Von vorne auch aus wie ein GT3. Das war es jetzt aber. Das war es auch noch nicht komplett. Von der anderen Seite kommt noch ein GT3. Ein sehr schön groß. Aus Deutschland natürlich. Ein letzter Spot ohne Mikro. Und damit kann ich eigentlich jetzt gleich schon eine kleine Zwischenmoderation machen. Und zwar werde ich jetzt heute für heute Schluss machen. Highlights gab es eigentlich nicht. Ein bisschen was haben wir schon noch gesehen, auch wenn es ziemlich schwach war. Also wirklich ziemlich schwach. Ich werde morgen früh hier nochmal hinfahren und schauen, ob vielleicht irgendwelche Leute in der Früh abreisen oder so. Keine Ahnung. Auch, oder ob sie ankommen. Man wird es dann morgen sehen. Aber sonst war es das für heute, aber das morgen früh, das mache ich noch in das Video, weil sonst wäre das hier zu schlecht, das Video, sonst könnte ich das nicht hochladen, will ich aber schon. Und dann mache ich aber euch noch ein Video, das mache ich dann aber erst am Morgen, Mittag, Nachmittag sowas, da gehe ich dann nochmal hier zum Spotten. Also für heute war es das, wir sehen uns morgen früh. Und mit diesem roten GT4 aus Belgien, einen guten Morgen hier aus Port-Coguelin. Und von meiner Spottingstelle, wo ich hier halt so spotte. Wir haben es jetzt ungefähr kurz vor 9:30, denke ich. Wie gesagt, ich wollte halt ein bisschen früher kommen. Vielleicht sehe ich welche an- oder abreisen. Das wäre ganz cool. Sonst generell ist es noch nicht so heiß. Deswegen ist es bestimmt auch relativ angenehm hier zu spotten. Ich habe gerade auch schon GTC Philus auf dem Weg gesehen.
Und jetzt kurz nachdem ich angekommen bin, den GT4. Also es scheint gar nicht so schlecht zu gehen. Wir schauen einfach mal, was wir so sehen. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Die Brutto, die werden auch seltener. Spider sieht man viel häufiger. Ein lilaner Bentayga. Leider zu spät bemerkt, dass er lila ist. Alter Maybach, sehr nice. Die sieht man echt viel zu selten. Sehr schöner Spot. Wieder SSR Racing mit dem komischen GT3 Turbo. Das ist anderer als vorhin. Münchner GT3. Wie schön ist das denn? GT3 Turbo in Kreide. Ein deutscher Evo. Sehr schön. In einem Punkt muss ich euch leider enttäuschen, und zwar werde ich doch nicht noch ein weiteres Frankreich-Video nach dem hier hochladen. Denn der gestrige Tag war so schlecht, dass ich eben den heutigen jetzt heute Morgen mit reinnehmen wollte. Eigentlich wollte ich heute Nachmittag nochmal spotten, aber da habe ich halt leider jetzt was anderes vor. Deswegen wird das jetzt hier der letzte Frankreich-Vlog sein. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ich glaube 2 bis 3 Stunden. Zum Spotten, und ich bin wirklich gespannt, und ich hoffe, was ich eigentlich sagen wollte, ich hoffe, dass wir noch irgendein Highlight sehen, weil bisher ist es eigentlich eher sehr, sehr zäh. Was ich gerade noch vergessen habe zu sagen, ist, es ist natürlich jetzt schade, dass nicht noch ein Vlog kommt, aber es kommen auf jeden Fall die nächsten Tage noch mehrere Events in München und Umgebung, und da könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, weil die werden sehr krass. Also ich bin auf insgesamt, ich glaube, drei Events in München und Umgebung am letzten Ferienwochenende. Das wird auf jeden Fall mega. Weißer California. Sieht man ziemlich selten weiße Californias, also aus der Generation. Nice. Der Münchner Performante. Wen man hier alles wieder trifft. MDD, sehr schön. 720S Spider in Weiß. Sehr nice. Endlich kommt mal was regelmäßig. Der 482er, die hier jeden Tag lang fahren. Junge, was soll das denn? Aber Cabrio und der Horizon Rolls Royce kommt hier auch nochmal vorbei.
aus. Wie ein normaler Vintage Roadster. Auf jeden Fall sehr schön hier von mir. Was kommt, aber ich glaube, jetzt nichts Überkrasses. Wieder ein sehr cleaner GT bzw. GTS, glaube ich. Super. Das war ein Turbo GT. Alter, der belgische Flexibus mit dem Solar Beam Yellow. Richtig nice Spot. Sehr kurz nach dem Technica. Ach so. Und da kommt noch ein Roma von der anderen Seite. Junge, warum geht's denn jetzt alles auf einmal? Die ganze Zeit nicht. Und jetzt hier alles auf einmal. Und ein R8. Vielleicht kommt da ja wirklich noch irgendwas Nices in die Tour. Geiler Jaguar. Wenn der XKRS oder so ist, der doch. Richtig geil auf jeden Fall. Hier reise ich weiter. Das war der belgische, den hatten wir auch schon mal in dem Video. Und der stand auch in seinem Tropez in der Tiefgarage. Der war doch gerade schon mal in die andere Richtung da. Ich habe ein Problem. Und Wir fallen einfach Äste runter. Und zwar, heute ist der letzte Tag, wo ich hier spotten bin in Frankreich. Jedenfalls, ja genau, weil danach geht es woanders hin nach Frankreich, aber da kann man nichts sehen. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Anmoderation machen soll oder später, weil vielleicht bin ich heute Abend doch nochmal hier. Das weiß ich aber noch nicht, aber ich glaube, ich mache zur Sicherheit schon mal eine. Und sonst sage ich euch halt einfach, hey, es geht doch noch ein bisschen weiter. Ganz grob, was haben wir erlebt? Wir waren erst 2 Tage hier in Port-Cogolin. Dann waren wir 1 Tag in Saint-Tropez. Dann waren wir in Monaco. Und dann waren wir jetzt heute nochmal, beziehungsweise gestern Abend und heute nochmal hier in Port-Cogolin. Ich fand es insgesamt richtig geil. Also ich habe richtig viele Highlights gesehen hier in Frankreich. Übrigens auch Highlights, die nicht im Vlog sind. Zum Beispiel auf der Autobahn SVJ Roadster aus Luxemburg und einen blauen 675 LT aus Monaco auf einem Anhänger.
Und in Monaco selbst habe ich noch einen SL65 Black Series gesehen in Grau, aber da habe ich nur ein Kamerafoto mit der Fotokamera hinbekommen, deswegen ist der nicht im Vlog, aber das war so mein Highlight in Monaco. Ja, hier war das Highlight mit Abstand der Veyron. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass ich den hier sehe. Ich dachte so, ja, Standardzeug sieht man hier ein bisschen. Aber ehrlich gesagt, ich habe mir das hier ganz anders vorgestellt an der Spottingstelle. Und zwar dachte ich eher, man sieht viel, aber dafür sehr viel Standardzeug. Aber es war komplett andersrum. Man sieht eher weniger, aber dafür, wenn was kommt, kann es schon relativ krass sein. Wie zum Beispiel viele 812, der GT Black Series oder eben der Veyron. Das war mega krass. Ja, genau. Sonst Highlights in Monaco, das habt ihr euch ja bestimmt angeschaut. Wie gesagt, der SL65 Black Series, der blaue Love, der Veyron. WRE war auch noch ein Highlight. Dankeschön. Highlight in Saint-Tropez. Oh, weiß ich gar nicht mehr. Ach so, ja genau, Challenge Stradale. Und SLR und 992 Sport Classic. Also wir hatten richtig, richtig viele Highlights. Richtig viele Listenautos, wie ich sage. Aber das muss ich euch auch nochmal irgendwann erklären, wenn ich Zeit habe mit der Liste. Genau. Das war's jetzt aber mit dem Video wahrscheinlich. Wenn nicht, dann sage ich euch das gleich. Aber generell, dann habe ich schon mal die Anmoderation für Frankreich gemacht mit diesem Video, mit diesem Clip hier. Mir hat's mega gefallen. Ich hoffe euch auch. Ich weiß nicht, ob es so weitergeht oder nicht. Aber ja, ich mache euch später nochmal eine definitive Moderation. Also bis später. Ciao. Ja, da sieht man mal wieder, wie gut ich meine Versprechen halte. Natürlich habe ich keine weitere Moderation gedreht. Das ist aber inzwischen auch nichts Neues, dass ich sowas vergesse. Ja, eigentlich habe ich in diesen letzten Clips alles gesagt, was es zu sagen gibt. Es war ein richtig nicer Frankreich-Trip mit total vielen neuen Spots für mich und auch viele neue Highlights. Das Problem ist nur, ich bin im Moment ein bisschen mit den Videos hinterher. Das heißt, jetzt haben wir es Oktober, das war hier, also wir haben den 23. Oktober, wie ihr unten sehen könnt. Aber das Video wurde aufgenommen irgendwie am 1. September oder sowas und am 2. Also ihr merkt, ich bin hinterher. Aber ich bin auf jeden Fall dabei aufzuholen. Es läuft eigentlich ganz gut. Ich hoffe, euch hat der gesamte Frankreich-Trip gefallen. Ich fand es auf jeden Fall mega. Und wenn es der Fall ist, dann sehen wir uns auf jeden Fall in schönen, vielen weiteren Videos. In nächster Zeit vor allem wieder aus Deutschland. Also bis dann. Ciao.